Ja, zurück aus der Social Media Pause. Ja. Yeah. Straight vom Release von High und Hungrig 3. Der Knochen MC. Ja, mit dem. Der Bone Crusher. Deutschen Standardknochen, wie er gesagt hat. So ist es, ne? Mr. Er ist bloß Bones. Ein guter Techniker. Mr. Bones MC. Ladies and Gentlemen, mit seinem neuen Track Alles nur kein Star. Aber fucking Businessman. Genialer das, Dude. Das Todes. Und? Er hat uns geteilt. Zweimal. Nicht nur einmal, Freunde, ja, sondern zweimal. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer nett ist, ja, dann wisst ihr es gleich. Und am Ende dieses Videos, ja, könnt ihr Tickets fürs Heroes Festival gewinnen. Und by the way, bars.com klärt euch jetzt auch kurz auf, was da los ist. Holt euch Prozente und weiter geht's. So, ihr Lieben. Und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde. Wenn ihr Bock habt, yes, auf ziemlich nice Kleidung, ja, Shirts, Hoodies, Drinks, ja, Drinks, Collectibles, etc., etc., so. Merch von Künstlern, alles, von alles, Künstlern. Bücher, alles am Start, Freunde, alles am Start, alles aus. Oh, ja, mit dem Rabattcode, Freunde, Dope or Nope 10. Er hat es jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10, das fucking lasst ihr weg. Bekommt ihr? Mit ganze 10%! People, tell him! Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung! Tell him, bro, tell him. Und es lohnt sich wirklich, der Bruder ist nicht nur cool, sondern tatsächlich, er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja, da kaufe ich, weil es einer für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten, was? Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Ab sofort immer. Bescheid. Ab sofort immer und deswegen gönnt euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers! Zwischendurch muss ich leider noch Schatz rausgeben an Mr. Body Count. Marcel Müller, you know. Ja, du schaffst die 100 dieses Jahr nicht mehr. Be easy, son. Wer ist das? Klär mich auf. Der macht viel Werbung für uns so im lokalen, regionalen und was, Thema. Was für 100 schafft er nicht mehr? Naja, ich glaube, das ist sein Ziel, dieses Jahr noch einen Bodycount von 100 zu erreichen. Ach so. Und es gibt dann so Anrufe auf der Arbeit, auf die ich dann näher eingehen kann. Ja, okay. Dann später. Verstehe. Peace. Ich liebe schon wieder, dass das Ganze einfach super simpel gedreht wurde, wahrscheinlich mit der Handycam und gib ihm Feierabend. Ich liebe diese Authentizität wirklich von allen 187ern, die zum einen Teil hochqualitativ produzieren und zum anderen Teil wieder einen Fick darauf geben und einfach real sind. Ist geil. Ich hoch mal die Arme und lauf über den Kiez, da draußen auf der Parkbahn. Ich will gerade auf den Rave gehen, Bruder. Hey. Lass mal ehrlich sein, ne? Freed of Desire, ja, ist ein Übertrack. Kann sein, dass du mich siehst, weil das ist alles ganz normal. Weil ich bin alles noch kein Star. Oder heißt, sagt die? Er heißt doch Freed from Desire, der Track, oder? Freed from Desire. Ja, Freed from Desire. Ach die. Ich find die Bassline sehr, sehr nice gemacht aus Hi-Hats und Snare. Ja, wie die reinknallt. Ziemlich sehr, sehr geil auf das Tempo gemacht. Also hört sich jetzt auch an wie eine Abtempo-Nummer bloß in langsam. So Half-Tempo. Was es nicht ist? Slap-Tempo? Ja, aber irgendwas in between. So, ihr wisst Bescheid. Ich schreibe mit Kreide auf die Strada, komm aus Barenfeld. Nicht so viel vom Ballenzeiger, weil es mir gar nicht gefällt. Rolle Mercedes mit drei Mädels, ja, na klar hab ich Geld. Das ist auch mein Grund, Bruder. Nicht so viel vom Balenciaga, was mir gar nicht gefällt. Ist true. Geht mir genauso. Ja, deswegen habe ich auch nichts vom Balenciaga. Waxter Basketballschuh ever. Haben die einen, tatsächlich? Die haben auch Fußballschuhe, Bruder. Oh. Wack. Ja. Viel von meinen Zeiger, weil es mir gar nicht gefällt. Rolle Mercedes mit drei Mädels, ja, na klar hab ich Geld. Aber ich scheiß auf Feiert, ich bleib im Titanic-Hotel. Ey, hol mir ein T-Shirt auf dem Flohmarkt in Los Angeles. Guck in den Spiegel, sag mir scheißegal, wie fame du bist. Fahr ohne Lappen, bist ein Poly, mega dangerous. Ich bin so cool, was willst du machen, komm und hate mich. Jetzt mal ganz kurz, ich find's auch so nice, dass ich glaube, ich so die 187er Bones jetzt gerade in dem Fall auch einfach den Kids von der Straße Respekt gibt. Immer, ich glaube, das ist Standard einfach, das ist. Also, ihre Hurze. Das mag jetzt ähnlich, das mag jetzt vielleicht komisch klingen für manche. Ich glaube, dass nach Hafti
Müsste jetzt noch länger drüber nachdenken, mache ich jetzt aber gerade nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Das nach Hafti oder mit Hafti. Sprich! 187 einfach real as fuck sind, ja, und es denen scheißegal, ja, ist. Was du davon hältst, die machen, worauf sie Bock haben. Und dass sie eben die Bodenhaftung nicht verlieren. Und das macht sie auch so erfolgreich. Und sympathisch. Und, nicht zu vergessen, dahinter steckt halt auch ziemlich viel Skill. Das ist der Punkt. Allein business-wise brauchst du denen nichts erzählen. Übelst. Dangerous, ich bin so cool, was willst du machen? Komm und rede nicht. Mir reicht die Pizza mit Bier. Hier besoffen, dumme Sachen, posten, Shit und passieren. Zu machen, komm und rede nicht. Mir reicht die Pizza mit Bier. Hier besoffen, dumme Sachen, posten, Shit und passieren. Hab doch schon alles gewonnen, also ich hab nichts zu verlieren. Sitz in der U-Bahn, Digga, komm und mach ein Picture mit mir. Bro, ich hol mein Döner da, wo du ihn holst. Gib mir einen Joint für den Weg und geh zurück ins Studio. Die Sonne scheint auf Hamburg, ja, ich fühl mich pudelwohl. Bones. Ich rauch Marihuana und lauf über den Kies. Nice Bridge. Da draußen auf der Parkbank kann sein, dass du mich siehst, weil das ist alles ganz normal. Hook hätte auch einfach gehen können wie im Original. Nein, finde ich gut so. Finde ich gut so. Ja, finde ich auch gut so. Aber halt auch geil, ich finde es halt auch cool, dass er den Leuten das nochmal sagt. So. Ich meine, für mich tatsächlich, gibt es jemanden, der erfolgreicher war in den letzten 5 bis 10 Jahren als Bones MC? Na. So, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, es gibt schon immer, ich weiß einzelne nicht. Einzelne Singles und so. Aber Palmen aus Plastik 1. Palmen aus Gold. Ja, safe, Bruder. Palmen aus Plastik 3. Haben wir ja schon alles durch, ne? Hain hungrig. Sein Solo-Album. Jeder Song. Also, und alles, sorry, es ist halt alles Fire, ne? Es ist halt alles Fire. Es ist alles Fire. Also vielleicht nicht jeder Track, aber die schlagen alle ein, Bruder. Ja, safe. So. Und von daher, Bro, die Touren sind die größten Touren außer Contra K und Apache vielleicht. So, Bruder. Ja, lässt sich schwer ficken, ne? Also, Bro. Ist unfuckable. So, wirklich. Ist halt auch ein Statement, ne? An seiner Stelle herzugehen und zu sagen, so, ich bin alles nur kein Star, Freunde. Ja, ich bin einfach nur genau wie du, Alter. Bombe. Ich hol mir meinen Döner, wo du dir deinen holst. Schluss. Hab mir nicht was dabei gedacht. Jahrelange Reise war ich immer im Knast. Digga, alleine so viel Scheine gemacht. Dass ich mal was erreiche, hätte keiner gedacht. Hab da auf Spotify so viel Listen und so viel Schmuck, dass ich alles versichert hab. Hast du nur mal am Kiffen, ja? Ich rauch Marihuana und lauf über den Kies. Da draußen auf der Parkbank kann sein, dass du mich siehst, weil das ist alles ganz normal. Weil ich bin alles nur kein Star. So, Deutschlands berühmtester Pitbull, ne? Und immer noch. Ja, safe. Ich weiß nicht, was auf TikTok sonst noch so geht, aber ich würde ja sagen. Ich glaube, es ist der größte deutsche Tierkanal auf Insta. Es gab nur kurz eine Sequenz wieder vom Basketball Court. Auch hier möchte ich einfach nochmal entspannt herausfordern. 2 gegen 2. Ja. The Coach, Big Boy Watson, ja, und der Sherlock. Allerdings bin ich gerade an der Wade verletzt. Das heißt, ich muss erst nochmal 6-7 Wochen warten, bis ich wieder kann. Aber das klappt schon. Und von daher, such dir jemanden aus. Bitte keine Pro-Spieler, sondern wirklich irgendwas in deiner Liga. So, und dann kriegt er auf den Sack, Bruder. Er denkt sich wieder, was macht er da? Ich sehe halt einfach das 16-0 auf Instagram. Ja, Bruder, safe kein 16-0. Also safe nicht. Da müsste ich spielen aufhören. Bruder, hör auf. Ja, also wir zwei zusammen. Ja, das kriegen wir hin. Wirklich. Ihr traut es uns nicht zu, aber... Also, zu null safe now. Palm. Sehr dope, Alter. Dope ist denn's von mir. Yes. Hashtag me too. Alle Props nochmal. 187. Bones. Am Anfang, als ich das erste Mal von denen gehört habe, dachte ich, gut, was soll das schon werden? Und jetzt ist es einfach das Größte, was du im Deutschrap haben kannst. Ja. Und verdient. Das muss mir nicht alles gefallen, ich muss nicht alles feiern, aber der Job, den die gemacht haben in der Crew über die Jahre, ohne dass es da irgendwie irgendwelche Scheiße gab. Manche schaffen es ja halt immer ein halbes Jahr, ohne dass sie sich trennen. So. Enough respect, ganz, ganz viel Liebe. So sieht's größte aus. Marketing-Moves ever.
Ich weiß nur, wie die irgendwie in Altona den Mediamarkt gestürmt haben. Ich glaube, für Jizzes Album damals. Krass. Einfach krank so, das Ganze, was da dahinter steckt. Und viel Liebe, sehr viel Leidenschaft. Yes. So. Und Loyalität. Loyalität vor allem und sehr, sehr viel guter Geschmack. Musikalisch sehr, sehr guter Geschmack. Weil nennt mir mal bitte irgendeine Gruppierung, die Dancehall so hinbekommen hat. Muss ich immer, also alles, alles ausgewiesen. Niemand. Das war wirklich Dancehall zum ersten Mal in seiner schönsten deutschen Version, finde ich fast. Ich weiß, es gibt noch andere Mitstreiter, ne? Bin ich voll dabei. Aber viel, viel früher halt, ne? Ja, ja, viel, viel früher auf jeden Fall. Aber das so, paar Mal, ihr habt es salonfähig gemacht, ihr habt es in die Clubs gebracht, so, ihr habt es auf die Festivals gebracht und es hat abgerissen. So, dass manche Deutsche auch Dancehall verstanden haben, ne? Tatsächlich, und jetzt zollt halt einfach den Größen damit Respekt, so, egal, ja, Beanie Man, ja, es ist ja scheißegal, bevor wir uns das drin irgendwie so verheddern oder sonst irgendwas. Ist egal. Peace out. Peace out, ne, ihr wisst Bescheid. Heroes Festival Tickets könnt ihr gewinnen, jetzt im Anschluss. Guckst du. Ciao. Wattagwan. Na, Wattagwan. Wir kommen hier zu der Möglichkeit eures Lebens. Heroes Festival. Noch nie zuvor war euer Glück so nah. Heroes Festival. Noch nie zuvor waren aber Reactor so nett zu euch. Oh. Oh. Heroes Festival. Und deswegen haben wir für euch 2 Wochenende Tickets für das Heroes Festival in Geiselwind. Yeah. Was ihr dafür tun müsst. Entschuldigung. Ihr müsst dem Heroes Festival auf Instagram folgen. Yeah. Ihr müsst dem Heroes Festival in Geiselwind folgen. Yeah. Uns einen Screenshot schicken, dass ihr unseren Kanal abonniert habt auf YouTube. Mhm. Ihr müsst uns auf Instagram folgen. Yeah. Und von den anderen Fotos, weil bei uns sehen wir es ja, brauchen wir auch einen Screenshot. Das heißt, 3 Screenshots von euch in unser PN-Postfach bei Instagram. Also Entschuldigung, DM uns den Scheiß und dann losen wir aus und geben den Gewinner, die Gewinnerin, wie auch immer. Rechtzeitig bekannt, Freunde. Safe. Materia, ne? Nina Schuber, Pascha nehmen, Freunde. Oh, Sido, ja. Tretti, UFO 361, ja. Die heißen 2 Boys, Ace-T, Audio 88, zusammen mit Yassin, Alter. Beste. Bad Chief, Dadan, Dilla, Disaster, Casey Rebel und Summer Jam, Alter. Mm. Ja, Calvin Cold, Maschine, Mann. Kitty Cat, ja. Kwami, Lugatti und Nein. Oh. Und noch vieles, vieles, vieles mehr, wirklich, was da so los ist. Es sind die nicesten DJs am Start, alles Kollegen von mir. Es ist ein sehr, sehr nice Festival, ja, krass aufgezogen. Und von daher, Leute, geht dahin, macht bei uns ein Gewinnspiel mit und grabt euch die Tickets. Wollt ihr wissen, wer noch da ist? Der Big Boy und der Sherlock. Die machten einen drauf. Die kamen da vorbei.